Du warst ja bei uns an Bord unterwegs. Ja. Mit unserem Kamerateam und da habt ihr ein bisschen genau. an den Liegen gezaubert. Genau. Ein Zauberer sieht man sonst immer nur auf der großen Bühne. Man weiß nicht, was ist echt, was ist nicht echt. Deswegen war unsere Idee einfach mal, wir laufen über das Pooldeck, finden die Leute wirklich gerade beim Sonnenbaden vor und zeigen direkt unter ihrer Nase Zauberei. Und das haben wir auch mit einem Kamerateam begleiten lassen, mitgefilmt und könnten wir jetzt präsentieren. Können wir uns anschauen. Ja. Wollen wir das sehen? Ja? Ja, dann schauen wir einfach mal, jo. Was ihr so gemacht habt. Sehr gern. Schönen guten Abend, hier sind wir wieder bei Primetime. Mein Name ist Alexander Merk, ich bin Ihr Zauberkünstler und heute verzaubern wir mal das Pooldeck. Kommen Sie einfach mit, wir schauen uns das mal an. Schönen guten Tag, ich hoffe, Sie genießen die Sonne. Ja, mein Name ist Alexander Merk, ich bin Ihr Zauberkünstler und ich habe mein Kunststück mitgebracht. Das ist die kleinste, aber größte Illusion der Welt. Ich komme hier nicht raus, die alten Fester. Und hier in der Mitte dürfen Sie auch gut Spannung geben. Achtung, 3, 2, 1, 0. Und jetzt haben Sie direkt eine Applaushilfe, ist doch auch nicht schlecht, oder? So, das war schon mal ganz nett, aber ich glaube, das geht noch besser. Wir zaubern noch ein bisschen weiter. Kommen Sie mit. Schönen guten Tag, ich komme mal zu Ihnen. Wir zaubern nämlich jetzt ein bisschen. Ihr Kreuz Ass ist wirklich noch hier, okay? Kommt ins Kartenspiel hinein, hinein, hinein. Und vielleicht tust du es einfach mal ganz zu Ende reinstecken. Mhm. Genau, Achtung. 3, 2, 1. Und eine Karte springt nach ganz oben, nämlich das Kreuz Ass, Ihre Lieblingskarte. Ich bedanke mich bei Ihnen und wir gehen weiter und zaubern noch ein bisschen mit anderen. Wir zaubern, hallo, auf dem Pooldeck und zwar aus alten D-Mark-Scheinen neue, druckfrische Euros, wow! Die Münze wird genommen, verschwindet und erscheint hinter deinem Ohr. Wow. So, wir zaubern in der Sonne und zwar meine Lieblingskarte aus einem Kartenspiel ist die Pik 2. Yeah. Strecken Sie Ihre Hand so aus, dann bekommen Sie die Pik 2, meine Lieblingskarte, in die Hand. Was ist okay. Ihre Lieblingskarte? Meine Lieblingskarte ist ja. Ass-Herz. Ass-Herz, okay, Achtung. Yeah. Zack, schauen Sie mal. Die Pik 2 hat sich verwandelt in Ihre Lieblingskarte, das Ass-Herz. Wahnsinn, oder? Ja. Yeah. Zwei Münzen, Nummer 1, Nummer 2 und eine springt durch die Luft in die andere Hand.